Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir an, hier auf Gamodrom. Ein entspanntes Willkommen, ich begrüße dich hier wieder. Ja, wir machen weiter mit Broken Lines, wie soll es auch anders sein? Na, wir sind ja noch nicht ganz durch da. Werden mal schauen, was jetzt die aktuelle Folge hier für uns bringt. Hier haben wir nochmal einen Tutorial-Tipp. Beherrschung beschreibt die geistigen. Okay, gut, das ist eigentlich relativ klar, das kennen wir alle schon. Fry und Sherman stolpern über einen Friedhof. Was für eine Nacht, um sich bei der Patrouille zu verirren. Wir dürften nicht weit weg sein, das Lager ist gleich hinter dem. Moment mal, warum sind wir auf einem Friedhof? Ich hätte da noch eine wichtigere Frage. Warum sind wir nicht allein? Was zur Entdeckung? Fast wären wir da hineingelaufen. Halt die Klappe und schieß, Sherman. Die krachenden Schüsse erwecken die Aufmerksamkeit einiger ihrer Kameraden. Ah. Was zur Hölle war hier los? Wie meinst du das? Siehst du die Zombies etwa nicht? In jedem Spiel kommen Zombies. Einfach in jedem Spiel. Heutzutage funktioniert kein Spiel mehr ohne Zombies. Ja. Ich sehe nur einen zwar recht unheimlichen, aber ansonsten völlig normalen, zerschossenen Friedhof. Hast du gerade Zombies gesagt? Aber die sind direkt da. Ah, verdammt, sie sind weg. Vielleicht waren es ja gar keine. Ja, hört jetzt bitte auf, diesen Friedhof zu schänden und kommt mit zurück ins Lager. Okay, waren es nun Zombies oder keine? Das werden wir wohl nie erfahren. King findet Fry auf einem seltsamen Steinhaufen starren vor. Diese Stelle, bei diesem kleinen Steinhaufen, wäre eine hübsche Grabstelle für Lieutenant Brooks gewesen. Wahrscheinlich. Aber wir hätten ihn nicht aus dem Wrack herausbekommen. Zumindest nicht bei den ganzen Geschossen, Gesichtslosen, Entschuldigung, die da herumschwören. Das weiß ich. Ich wünsche nur, ich hätte eine richtige Erinnerung an ihn. King greift in seine Jackentasche und holt ein abgegriffenes, zusammengefaltetes Foto hervor. Das haben wir nach dem Ausbildungslager gemacht, weißt du noch? Es war zwar nur ein Gruppenfoto, aber meine einzige Erinnerung an ihn. Weißt du, ich habe dir immer noch nicht verziehen, dass du damals so viele Gummigeschosse auf mich abgefeuert hast. Das macht nichts. Es tut mir nämlich kein bisschen leid. Hilf mir mal, das Foto an den Stein anzubringen, ja? Nachdem das Foto fest an den Stein angebracht ist, treten die beiden Soldaten einen Schritt zurück, um ihr Werk zu betrachten. Ruhen Sie Frieden, Lieutenant Brooks. Ich hoffe, dass wir Sie irgendwann einmal stolz machen. Haley wird von einem Kribbeln im Hals geweckt. Da bemerkt sie die schweigende Gestalt im Zelt. Okay. Connor, wie lange bist du schon hier? Die steht, glaube ich, auf die. Verschwinde einfach, okay? Connor zieht wortlos von dannen. Und ich dachte gerade, sie könnte nicht noch irrer werden. In deinem Zelt, was meinst du? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast mit deinem Auftritt eine Heidenangst eingejagt. Ich habe gar nichts gemacht, Spatzenhirn. Wer auch immer das war, ich jedenfalls nicht. Aber du musst zugeben, dass du eine gewisse ungute Ausstrahlung hast, Connor. Danke für die vollkommen unnötige Hilfe, du Kuhschänder. Ja, es war klar, dass die jetzt ihr Verhältnis zueinander auf unfreundlich wechseln werden. Das hat man, glaube ich, aus dem Grundton des Dialoges definitiv rausnehmen können. Beaten, but not yet broken. The soldiers rise to a gray new day. So. Gucken wir mal weiter. Beim Vorrücken auf dem Dann diskutiert der Trupp den besten Angriffsplan. Ah. Wir müssen die Einrichtung beim Damm zerstören. Na klar doch, weil es so verdammt schlau ist, Sprengstoff auf Giftmüll zu schmeißen. Da kann ja gar nichts schief gehen. Nee, kann auch nicht. Zumindest bekommt dann nur dieses Land etwas ab. Oder soll auch der Rest von Europa vernebelt werden. Du mal mit deinen Zivilisten, Avery. Da fällt mir ein, hat Itzko nicht erzählt, dass seine Familie hier in der Nähe wohnt? Wir sollten sie warnen, damit sie noch rechtzeitig verschwinden kann. Aber wir klauen ein Laster und lassen das ganze Chaos hier einfach hinter uns. Soll sich zu Hause der Generalstab drum kümmern. Ich habe in der Nähe eine Straße gesehen. Du bist eine Schande für deine Uniform, Haley. Als Soldaten haben wir die Pflicht, anderen zu helfen. Ich bin eine Schande für die Uniform? Na warte, du vorlautes Stück. Schluss damit! Wir haben keine Zeit für dieses Herumgejaule. Was immer wir auch tun,
Wir tun es heute. Oh, okay. Hört sich ja schon recht entschlossen an. Wir werden aber erstmal schauen, ob wir handeln können, ja. Also wir können dann Tatsache nach jeder Mission handeln. Only best things for you. So, ein Verbandskasten können wir mitnehmen. Ein Granatattrappe? Gut zur Ablenkung. Ne, wer braucht denn sowas bitte? You will like very much. So. Wir gucken mal ganz kurz. Ich will mal hier die Waffen vergleichen. Vergleichst du jetzt? Ja. 36, okay, ist schon. Nehmen wir mit. Vorräte nehmen wir mit. Only good choosing that good Grataka. Gut Dragata. Keine Ahnung, was das heißt, aber wir werden es, glaube ich, jetzt auch nicht rauskriegen. So, okay. Das passt von der Bewaffnung her. Dann bekommt Haley jetzt das 43er. Can't have too many. So, haben wir irgendwelche Sonderfunktionen bzw. Sonderfähigkeiten, die wir jetzt hier an der Stelle noch nicht vergeben haben? Ja, haben wir. Schadenschub können wir auch hier hinzufügen. Kann mehr Stress aushalten. Okay, kann man immer gebrauchen. Angriffstraining nehmen wir auch noch mit. Okay, jetzt bin ich nur gespannt, wie viele Leute wir auch am Stück dann dabei haben. Eigentlich haben wir ja immer Frizens mitgenommen. Ich gucke mir mal kurz die aktuelle Mission an. Da müssen wir erstmal auf der Karte wählen. So, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Sorge, warnen die Zivilisten vor dem Damm. Oder Hinterhalt, klau dem Feind einen Laster. Komm, diesmal machen wir was für die Zivilisten. Na? Ah. Die Zivilisten haben keinen Nutzen mehr von uns. Wir sollten uns nicht um sie scheren. Ja, ich sehe das jetzt ein bisschen anders. Wir sollten die Zivilisten wegen dem Damm warnen. Das wäre das Richtige. Sicher auch so. Wenn wir ihre Heimat zerstören, müssen die Einheimischen es vorher erfahren. Ja, kann man so sehen, oder? So, endlich Mission starten. Genug geschwafelt. Hat ja auch 7 Minuten jetzt gedauert. Das reicht wohl. Bin gespannt, was kommen wird. Die Soldaten beweisen, dass sie doch noch einen Hauch von Menschlichkeit besitzen und weihen die ortsansässigen Zivilisten in ihre Pläne ein. So, machen wir gleich mal einen Guck. Ja, Screenshot nicht wundern, ne? Brauche ich ja immer. Yes. Warn the rabbit before they hunt. Ein ganz schöner Blumeneffekt drauf gerade, ne? Can one act of kindness undo the damage of an eternity of killing? Tja, sehr, sehr tiefgängig, die gute Sprecherin ab und zu. Wenn das nicht mitten dieser höllischen Landschaft liege, würde ich mich hier sofort zur Ruhe setzen. Ups, jetzt habe ich außerhalb geklickt. Zurück. Das muss Itzgors Heimatort sein, wo seine Familie festgehalten wurde. Hier ist der Nebel nicht so dicht. Wenn er bloß nicht von diesem Stacheldrahtzaun umgeben wäre, den wir vorhin gesehen haben, das Dorf ist ein Gefängnis, genau wie die anderen Lager. Dann führen wir mal unsere Rettungsmission fort, was? Ja, okay, dann werden wir jetzt erstmal uns hier um die Zivilisten kümmern. Schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Aber nettes kleines Dorf, auch hier wieder produzieren die Gegner diesen giftigen Nebel. Dessen Funktionsweise oder dessen Absicht uns auch noch nicht klar ist, ne, weiterhin noch nicht klar ist. Und wir werden jetzt hier an der Stelle vorrücken. Yes. Yes. Take them down. Oh, da kommen schon die ersten. Okay, dann können wir gleich wieder unsere Moves abbrechen. Fine. Yes. Aye, fine. So, Gewehrschützin. Kann gleich mal versuchen, ihn zu treffen. Ziel außer Reichweite. Gut.
Gut, dann kann sie bis hier vorrücken und von da aus dort den Zielschuss einmal durchführen. Ei. Er wird mitgehen, auf jeden Fall Deckungsfeuer verteilen. Yes. Er wird auch mitgehen. Und dann sollten wir eigentlich an der Stelle den Gegner auch schon außer Gefecht setzen können. Nein, nein. Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, hätte auf jeden Fall gedacht, dass wir hier an der Stelle mehr treffen, da er ja doch recht überrascht wurde von uns. Sehr enttäuschend jetzt gerade der Zug. Aber wir tasten uns ran und werden den Guten aus seiner Reserve locken. Yes. Yes. Okay, sie macht noch ihren Trickshot. Yes. Und sie auch. Watch out. Gut, hat geklappt soweit. Alles klar. Da haben wir schon den nächsten Gegner. Ei. Okay. Ja, die Schützen hier oben hinzubekommen wäre natürlich eine ganz gute Situation für uns, ne? Hier haben wir wieder ein bisschen Erhöhung, sag ich mal, ne? Schafft einen taktischen Vorteil für uns. Okay, hier werden wir von einem Maschinengewehr-Gegner überrascht. Okay, können wir eigentlich weitermachen. Das ist jetzt Eva, Daddel. So, und ihr holt euch jetzt den, genau. Yes. Du könntest mal hier vorkommen und mal ein bisschen unterstützen. Gut, da sind wir dem jetzt halt ein bisschen in die Flanke gelaufen, mein Gott, dann ist es so. Beziehungsweise ins Schussfeld. Aber ist kein Problem, wir heilen den einfach ein wenig und werden zusehen. Ah, okay, hier kommen wir wieder runter, alles klar. Und zwar hier über diesen Weg dann. Oder auch nicht. Mich würde mal interessieren, ob die Gewehrschützen das packen. Nee. Sie müsste es aber eigentlich schon auch nicht. Das ist schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Dann werden wir die Züge nochmal neu überdenken. 2020, da hat keiner einen Vorteil. Werden wir versuchen, mit unseren Gewehrschützen zu treffen. Okay. Von der Reichweite her sollten wir da eigentlich ganz gut rankommen. Okay. Ja, und du bleibst einfach in Deckung. Du kannst da nicht viel machen, gerade. Ach, er läuft auch noch vorne lang. Er läuft auch vorne lang. Habe ich jetzt nicht gedacht. So. Einmal Deckungsfeuer bitte. So, den haben wir nämlich jetzt erreicht, okay. Gewehrschützen ein Stück nach vorne. Yes. Und du wirst einfach weiterhin draufhalten. Okay, erwischt. Alles klar. Gibt's hier eigentlich Loot? Ich habe noch gar nicht nach Loot geschaut. Ja, da steht eine Kiste. Okay, ist drüben sowieso an unserem Zielpunkt. Alles klar, da kommen wir dann eh vorbei. Das sieht mir hier nach einem guten Punkt zum Verstecken aus. Aber wir werden durchs Feld auf jeden Fall gehen. Yes. Yes. Weiter. Okay, keine weiteren Gegner. Hier hinten haben wir auch da nichts mehr. Schau mal ganz kurz. Nee. Nee, okay, da gibt's nichts.
Dann werden wir jetzt hier durchs Haus über diesen Übergang und die Gebäude durchsuchen. Aber ich traue dem Frieden noch nicht so. Ei. Okay. Okay, Sequenz. Untypisch. Hatten wir, glaube ich, so eine Mission noch nicht. Naja, guck mal, da kommen sie schon. Ich habe doch gesagt, ich vertraue der Sache nicht. Hm, das sind aber nur Sunnies. Vielleicht sollten wir sie besser in Ruhe lassen. Tja, aber auch hier der Sanitäter. Weil er feuert jetzt sowieso was. Yes. Aber wir haben ja schon gelernt, dass wir es hier nicht mit normalen Feinden zu tun haben, also werden wir uns den Trupp trotzdem holen. Yes. 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 Und wenn es so eine Wohltäter wären, dann würden sie ja auch hier nicht die halbe Menschheit vergiften, sag ich mal, ne? Aye. What the hell, mate? Yeah! Gut, haben wir den Trupp auch ausgeschalten. Yes. Aye. Und wir haben eine Kiste. Na, Bewegung. Ja, so eine Einstellung wäre schon schöner, ne? Dass man wirklich selber bestimmen könnte, wie lange soll die Runde jetzt dauern. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Ne? Ist aber hier wirklich dann immer fest eingestellt auf 5 Sekunden. So, die beiden auch wieder refreshed. Yes. Und werden wir weiter vorrücken. Okay. I. I. Und sie bis hier, weil sie kann dann, hoppala, sie kann dann gleich die Straße im Auge behalten. Ja, wir werden erstmal hier die linke Seite durchsuchen. Gibt es hier irgendwo noch Loot? Nö. Enemy sighted. Okay, ist noch nicht so wild. Aber darum habe ich sie auch in die Straße gestellt, ja? Aye. Ganz einfach. Okay. Okay, da haben wir die nächsten Gegner. Das ist jetzt erstmal nicht so. Okay. Nicht so interessant. Schauen wir erstmal ins Gebäude. Ob wir hier noch irgendwas finden werden. Yes.
hier was ist. Nö, keine Gegner, alles klar. Könnten jetzt eigentlich direkt über den, ja, ich nenne es mal Marktplatz gehen. So, den holen wir uns auch weg. Na? Yes. Und du auch. Yes. Mhm. So, und du dahin. Und let's go. Hostels! Hostels! Oh, was ist der ganze Platz voll? Ach du verdammte Axt. Ach du verdammte Axt. Das war jetzt nicht so clever. Yes. Ach, verdammt, jetzt rennt er vor den langen. Damn. Blöd gelaufen, blöd gelaufen, blöd gelaufen, blöd gelaufen, blöd gelaufen. Blöd gelaufen, blöd gelaufen, sag ich ja. Okay. Ja, seine Entdeckung ist gleich hinüber. Eigentlich müssten wir aber jetzt hier okay. Im Vorteil sein. Yes. Hau mal einen Verbandskasten raus, komm. Ach, wer haben wir denn hier hinten? Ah, der ist schon ordentlich, da müssen wir aufpassen, wenn ich das nicht... Nee, okay, er hat nur ein Gewehr auf dem Rücken. Ich dachte jetzt eventuell, mit ganz viel Pech, haben wir hier einen Raketenwerfer. Yes! Aye, fine. Aye. Yes. Und sie bleibt einfach mal da stehen, um noch Deckung zu geben. Oder? Eigentlich wäre es besser, wenn sie auch vorrücken würde. Ja, ja, der visiert doch an. So, mach den mal. Oh, da kommt noch eine Granate geflogen, glaube ich. The soldiers prevail. For now. Okay, das war's eigentlich schon. Gut, ich habe gedacht, wir müssen noch das Gelände verlassen. Ja, gut, da hätten wir jetzt hier noch... Ich glaube, eine Kiste stand hier noch irgendwo rum, ne? Die... Ja, die hätten wir noch mitnehmen können, aber... Ist egal, komm. Missionsabschluss, würde ich sagen. So, sehr gut. Das ging ja jetzt fix. Ja, aber man kann halt auch in dem Spiel so eine Art Trophy Hunting machen. Ne? Man kann halt versuchen, pro Level halt wirklich eine größere oder bessere Punktzahl zu erreichen. Und da kann man halt auch die Level-Tatsache nochmal öfter spielen oder einfach wiederholen. Na, wenn man eine Mission scheitert, das nagt halt an der Moral der ganzen Truppe. Ne? Also wenn man halt ein Level öfters neu beginnt, kann das halt auch Tatsache sehr, sehr dekonstruktiv sein. So, das Wasser des Dams wird alles überfluten, versteht ihr? Eure Häuser, eure Höfe, alles wird zerstört. Warum? Ihr brechen Dagat gut. Geben uns extra Sieg. Der Feind versorgt damit die Menschen, die euch krank machen. Begreift ihr nicht, dass wir euch nur helfen wollen? Ihr wollen brechen Dagat, brechen unsere Huja. Ihr uns bisher nicht helfen, uns geben keine gute Sachen. Wir nicht haben Belems, wir auch nicht trauen. Wir euch nicht trauen. Nee, dann wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht, ne? Na, wir haben es zumindest versucht. Gehen wir, Avery. Jetzt ist es ihre Entscheidung, ob sie überleben. Aber die Zivilisten werden sterben. Sie hatten ihre Chance
oder etwa nicht? Die Mission hat Vorrang, komm. Ja, muss ich aber an der Stelle auch sagen, wir haben es versucht, die Zivilisten zu warnen, wenn sie ihre Dörfer nicht verlassen wollen, dann können wir dafür rein gar nichts. Ja, jeder ist, muss für sich wissen, was gut für einen ist. An anxious night awaits. Decisions must be made. And judgment must be passed. Okay. Gibt's noch eine Nachbesprechung hier im Trupp? Haley findet Avery mitten beim Boxtraining vor, aber im Lager gibt es keinen Sandsack. Ah. Nimm das, du räudiger Mistkerl. Und das. Avery, was zur Hölle machst du? Avery? Na, da bist du mir aber mal ein zäher Drecksack. Aber das bringt dir auch nichts. Warte nur, bis ich mit dir fertig bin. Avery, du verprügelst einen verdammten Baum. Reiß dich zusammen. Pfoten weg. Siehst du nicht, was ich gerade mache? Siehst du nicht, was ich gerade mache? Lass das. Ich. Scheiß, was zur Hölle ist hier los? Das wüsste ich auch gerne mal, Mann. Deine Knöchel. Na, da hat er jetzt so lange draufgehauen, bis die Finger bluten, ne? Aber seltsamerweise tun sie gar nicht weh, sie kribbeln bloß ein wenig. Hör mit dem Gezappel auf und lass mich bitte dich verbinden, ja? Ach, so nett, guck mal, da kümmert sie sich um ihn. King und Haley werden dieser Nacht von Rauchgeruch geweckt. Hm. Fry, was in aller Welt verbrennst du da? Ja, anscheinend Bücher. Entspann dich, das sind nur meine persönlichen Sachen, nichts Wichtiges. Ich soll mich entspannen, Fry? Das ist ein verdammtes Osterfeuer. Der Feind wird es sehen. Da wir inmitten von Bäumen und Felsbrocken lagern, bezweifle ich das. Okay. Da hast du nicht ganz Unrecht. Würdest du mir bitte mal erklären, was hier los ist? Ich bin es leid, immer wieder wie ein Schnösel behandelt zu werden, der sein Wissen nur aus Büchern hat. Ich kann für mich selbst kämpfen. Die anderen sollten mich im Gefecht als ernstzunehmende Größe betrachten. Warst du in der Schule in der Theater AG? Und was, wenn ich es gewesen wäre? Das würde so manches erklären. Vergiss nicht, das Feuer auszumachen, wenn du fertig bist. Okay, die Beziehung von Fry hat sich verschlechtert. Sie sind jetzt neutral, okay. Na gut, kann man mit leben. Haley betrachtet den trüben Nieselregen, der auf das Lager niedergeht. Na herrlich gerade, als ich so richtig gemütlich war. Ich hätte nicht gedacht, dass dir ein bisschen Regen etwas ausmacht, Haley. Würde er normalerweise auch nicht. Aber in so einem düsteren Ort ist das nicht gerade eine Verbesserung, oder? Nein, ich schätze... Hey, hast du das gesehen? Wack, das tut weh. Nicht einmal sauer, Regen ist so ätzend. Wir müssen uns sofort unterstellen. Au, 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 verdammt! Ich schwöre, dass wir in dieser Einöde einen langsamen und schmerzvollen Tod erleiden werden. Und wir können nichts dagegen tun, oder? Nein, wenn wir nur könnten, morgen. Wenn wir das nur könnten. Gut, okay, auch hier wieder mit der Debatte durch. Wir werden uns jetzt einmal schlafen legen. Danach kommen wieder neue Dialoge, wie das immer so ist. So, nächste. Drücke zum Fortführen. Leertaste. Kaum zu glauben, dass es an einem so abgelegenen Ort eine solche Einrichtung gibt. Was? Ich habe darüber nachgedacht, was dieser verfluchte Nebel für einen Unheil anrichtet. Stell dir nur mal vor, was die Nazis mit so einer Technologie anstellen würden. Sie sind wahrlich böse genug, um damit ganz Europa zu verpesten. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie in die falschen Hände gerät. Wir müssen das verfluchte Ding zerstören. Nein, wir... Puh, was geht uns das an? Wir sind hier bald weg und da muss ich hier mir nicht mehr dein andauerndes Gerede über Pflichten anhören. Wie kannst du nach allem, was wir gesehen und herausgefunden haben, noch daran denken, einfach abzuhauen? Wir sind nicht allein so scharf darauf, unser Leben wegzuwerfen wie du. Was, wenn wir nur die Wahl zwischen unserem Überleben und dem haben, was das Richtige ist? Ist das nicht dann immer noch egal? Die beiden Soldaten werfen sich beunruhigende Blicke zu. Ich werde diese Brücke überqueren. Wenn ich sie erreiche, lass uns jetzt gehen. Wir sollten erstmal einen Blick auf unsere Ausrüstung werfen und uns vielleicht bei Itzgor noch etwas mehr eindecken. Irgendwas sagt mir, dass wir hiernach keine Gelegenheit mehr dazu haben werden. Okay, scheint das vielleicht die vorletzte Mission zu sein. Wir wissen es nicht, das werden wir in der nächsten Folge herausbekommen. Also dann sei einfach wieder dran. Ne? Am nächsten Tag, nächste Folge. Freut mich natürlich, wenn du Bock hast, lass gerne ein Abo da, wenn du Lust hast. Ne? Freut mich natürlich und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Dann, ja, wie immer, wir sehen uns. Ciao.